Warum gibt es in unserer Gesellschaft eigentlich immer mehr Mitläufer und immer weniger Menschen, die eigentlich zu ihrer eigenen Meinung stehen? Also zumindest haben wir das Gefühl so. Mhm. Ja, und das besprechen wir jetzt in unserem Video. Hallo! Hallöchen, da sind wir wieder. Mit einer Woche Pause, weil wir waren ein bisschen indisponiert, genau. Ein bisschen krank. Also ich bin noch ein bisschen verschnupft, aber jetzt gibt es wieder ein neues Video in dieser Woche. Genau. Ja. Und wir haben uns auch schon drauf gefreut. Also ich habe mich auf den Dreh mit dir gefreut. Ja, ja, war so eine Woche Abstinenz, ne? Ja. Da wird es jetzt mal wieder Zeit. Ja, das stimmt. Ja, und wir haben ein Thema, was dir so in den Sinn gekommen ist, ne? Ja. Wir diskutieren ja immer jede Woche, Mensch, was ist das Thema, was uns gerade irgendwie interessiert und was uns gerade irgendwie unter den Nägeln brennt. Ja. Und und das kam dir so in den Sinn. Warum denn? Ja, also ich habe mal Zeitung gelesen, seit langem mal wieder. Du hast mal wieder Zeitung gelesen. Ich versuche mich ja von den Nachrichten so gut wie möglich zu verstecken, beziehungsweise fernzuhalten, denn es kommen ja meistens nur irgendwie schlechte Nachrichten. Genau. Und da ist mir aufgefallen, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt, die über Dinge diskutieren, über die sie eigentlich gar nicht Bescheid wissen und trotzdem eine Meinung haben, die viele haben, also quasi Mitläufer sind. Und ich habe gerade was im Auge, aber das ist nicht so schlimm. Und da dachte ich mir, wieso ist das eigentlich so? Wir haben hier Meinungsfreiheit und wieso kann denn nicht jeder sein Recht auf oder seine Chance auf Meinung und auf Weiterentwicklung nutzen? Wieso tun das so wenige? Warum rennen alle in die eine Richtung, weil jetzt einer oder mehrere dahin rennen oder auch andersrum? Ja, weil es natürlich auch einfacher ist, ne? Weil wenn jemand den Schritt vorgibt und jemand quasi vorausgeht, ist es natürlich einfacher, hinterherzulaufen, wie so ein Schäfchen in der Herde, als zu sagen irgendwie, Momente mal, ist das hier eigentlich der richtige Weg? Gehen wir eigentlich in die richtige Richtung? Und ist das eigentlich das, was ich auch will? Oder ist es eigentlich nur das, was die Masse will? Ich wäre da vorsichtig mit dem einfach, weil es geht natürlich, also ich glaube, gegen den Strom zu schwimmen oder halt ist auch... Schwieriger. Ist schwieriger, aber... Muss man auch mehr aushalten. Ja, aber es gibt ja auch Menschen, die von Haus aus vielleicht gar nicht so ein starkes Selbstbewusstsein haben wie du. Gut. Und dann denke ich, aber ich gehe runter, wenn ich jetzt gegen den Strom schwimme. Ich bin auch nicht so, weißt du? Also das glaube ich schon. Das ist, da gibt es halt Unterschiede. Also ich glaube, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Da gibt es welche, die sind tatsächlich ignorant. Weiß, genau, die sind ignorant und die wissen nicht Bescheid über das, was sie da eigentlich vertreten und wozu sie eigentlich eine Meinung haben wollen und sollen und laufen dann halt einfach mit, weil es halt einfach ist. Die gibt es sicherlich auch, die meintest du wahrscheinlich eher. Ja, genau. Und dann gibt es aber die Leute, die sagen, also, wenn ich jetzt zu Hause sage, ich habe nichts gegen Homosexuelle. Die anderen aber alle schon am Stammtisch. Dann könnte es sein, dass ich dann vielleicht Schwierigkeiten bekomme. Und zum Außenseiter werde. Das, ne? Genau, und selber zum Außenseiter werde. Und das möchte ich vielleicht gar nicht. Mhm, genau, weil das einfach zu unbequem ist und auch zu unangenehm. Also es ist natürlich besser, angepasst irgendwie mit dem Strom zu schwimmen. Es gehört sehr viel Mut dazu auch. Also das merke ich auch selber. Ich bin ja schon eher jemand, der seine Meinung vertritt und die auch kundtut. Mhm. Aber es gibt manchmal auch Situationen, wo ich mir dann denke, so, nee, jetzt... Jetzt will man über die Klappe. Jetzt sagst du mal besser nichts mehr. Jetzt sagst du mal nichts mehr. Ja, manchmal ist es ja so. Aber ich finde so, diese grundsätzlichen Dinge, so diese, ne, also so dass die grundsätzliche Lebenseinstellung oder so die Meinung irgendwie zu bestimmten Themen, ich finde, da sollte jeder zu seiner Meinung auch stehen. Also wir haben das ja auch öfter irgendwie, ne, also gerade was das Thema Homosexualität betrifft oder was das Thema Regenbogenfamilien angeht, da haben wir schon das Gefühl, dass es viele Leute gibt, die da eigentlich auch nichts dagegen haben. Also, ne, die dann halt sagen, ja, mein Gott, so leben und leben lassen. Wenn es dann aber in die Situation kommt, dass es eine Auseinandersetzung gibt oder dass man das Thema in irgendeiner Weise irgendwie diskutiert, ne, sei es in einem Dörfchen oder sei es irgendwie in einer eigenen Familie, wo man weiß, ach, der eine, der hat da auf jeden Fall massiv was dagegen irgendwie und bei dem anderen passt das auch irgendwie nicht so, dann wäre ich mal mit meiner Meinung hinterm Berg halten und wenn man sagen, ja, nie stimmt, nee, finde ich eigentlich auch total blöd. Und wenn dann in die Situation kommt, dass diejenigen dann auch vielleicht jemand persönlich kennenlernen. Das auf einmal im eigenen Umfeld passiert, in der Familie oder im Freundeskreis oder auf der Arbeit und man plötzlich das ein Gesicht hat, ne? Homosexualität ein Gesicht hat. Ja? Hallo, Homosexualität, wie geht's dir? Und dann plötzlich merkt man, der ist gar nicht scheiße, sondern der ist irgendwie eigentlich total nett und eigentlich mag ich den vielleicht auch und Mensch, so eine Regenbogenfamilie ist ja eigentlich irgendwie, die sind ja doch ganz normal. Die haben ja auch irgendwie ganz normale Probleme, wie wir auch irgendwie. Und ne, dann gibt es ja auch andersrum. Natürlich auch andersrum. Nee, es gibt ja auch diesen Fall, du sagst es erst nicht und die Leute mögen dich und finden dich hinterher. Ja, genau. Und sagst es hinterher. Und, so, und dann sagst du, ich bin übrigens homosexuell. Ja, ist ja nichts Schlimmes, ne? Nee, also du, ich muss weiter. Ich habe
ich habe Termine. Genau. Ja, also so kann es natürlich auch sein. Ne? Also, aber da wirklich auch den Mut zu haben, also auch, ne, auch zu sagen, irgendwie, aber Moment mal, ich habe da jemanden kennengelernt und die sind voll nett. Irgendwie, ich kann da gar nichts gegen sagen, auch wenn ihr das alles kacke findet, irgendwie, ich habe eine andere Erfahrung gemacht und, und zu der stehe ich auch. Ne? Das stimmt. Dazu gehört wahnsinnig viel Mut und natürlich auch Selbstbewusstsein. Genau, und ich glaube, wir wollen jetzt auch niemanden das ankreiden. Es gibt natürlich, also weil wir es ankreiden sich, ja eh nicht. Wer ja. weiß, ob wir nicht auch manchmal mitgelaufen sind mit der hier lang, okay, gerade irgendwie so Stadtführung oder so. Ja, man sollte es zumindest, also aber, man sollte es zumindest reflektieren. Also ich glaube, die Chance zur Weiterentwicklung, die finde ich total wichtig. Also ich bin der Meinung, dass jeder die Chance auf Weiterentwicklung verdient hat und die auch nutzen soll. Vor allen Dingen das. Und wenn er sie erkennt. Denn das, was man jetzt eben auf dem Status oder auf dem Stand der Dinge, den man jetzt gerade hat, wie sagt man? Ja. Ja. Der ist ja schön und gut, aber die Gesellschaft, alles entwickelt sich weiter. Ich hoffe auch in die richtige Richtung und es wird alles sehr, man kann alles sehr viel positiver auch sehen, wenn jeder eben die Chance hat und sich auch die Chance nimmt, seine Meinung auch mal zu ändern oder für seine Meinung einzustehen. Zu überprüfen. Also ich meine, man muss sich ja nicht ändern, wenn man merkt, okay, gut, das ist jetzt alles richtig so. Dann dazu zu stehen. Dann, genau. dann dazu zu stehen. Genau. Oder eben auch, wenn man merkt, oh, irgendwie haben sich so ein paar Dinge geändert, jetzt muss ich vielleicht auch mal ein bisschen justieren und mich eben auch selber ein bisschen weiterentwickeln und nicht auf dem Stand von vor 20 Jahren bleiben, weil man das ja schon immer so gemacht hat und weil das ja schon immer alles irgendwie so war. Und die Welt verändert sich relativ schnell, also sehr rasant. Und dann muss man immer gucken, ob man noch in Anführungsstrichen up-to-date ist und die Meinung da irgendwie auch noch zu einem selber passt, weil man selber entwickelt sich ja auch weiter im besten Fall. Genau. Ist das so? Also ich versuche es zumindest in der Beziehung auch. Also es fängt ja schon klar an, als zwischenmenschliche Beziehung, sich da weiterzuentwickeln, auch den anderen mal auch von einer anderen Perspektive zu sehen und auch seine Weiterentwicklung tolerant wie sagt man, also mitzumachen. Zu tolerieren. Zu tolerieren, ja, genau. Ich bin heute ein bisschen angeschlagen. Ja. Hier so ein bisschen wuschig. Ich werde Watte im Hirn. Genau. Ich finde ja, das betrifft ja tatsächlich auch alle Lebensbereiche. Also ich meine, das kann man sich zwischenmenschlich fragen, das kann man sich natürlich auch gesellschaftlich fragen, das kann man sich politisch fragen. Wir wollen jetzt nicht von den Wahlen anfangen. Wir wollen nicht von den Wahlen anfangen. Auch schon ein bisschen was. Genau, aber da gibt es ja auch viele Mitläufer, da gibt es viele Leute, die nicht wissen, was hinter den einzelnen Parteien steht und wofür die tatsächlich wählen eine Partei, die dann tatsächlich auch einem selbst schadet. Genau, wählen eine Partei, weil man sagt irgendwie, ach, ich bin frustriert und ich bin enttäuscht irgendwie von anderen irgendwie und bevor ich jetzt nichts wähle, na, dann wähle ich halt die und die Partei irgendwie und ohne darüber nachzudenken, was da eigentlich dahinter steht. Ich finde das ganz wichtig, dass man sich damit auch auseinandersetzt und nicht nur sich eine Meinung bildet aufgrund von irgendwelchen Schlagzeilen oder aufgrund von irgendwelchen Stammtischsprüchen oder von irgendwelchen Klischees oder von irgendwelchen Vorurteilen. Man hat da was gehört und darauf bildet man seine Meinung, ist sehr gefährlich. Ja, vor allem, es ist auch einfach. Es ist halt so, da höre ich was und denke mir so, ja, natürlich, ja, müssen wir alle. Und wir gehen ja alle irgendwann, also wir versuchen ja immer irgendwie, also wir sind Menschen, alle versuchen irgendwie den einfachsten Weg zu gehen. Widerstand ist immer ein bisschen lästig und aufwendig und so anstrengend. Ne? Es ist einfach anstrengend, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Aber es ist gar nicht so anstrengend, gegen den Strom zu schwimmen, wenn man das einmal gemacht hat und man merkt, wie toll das irgendwie auch ist, wie gut sich das anfühlt, weil man eben zu sich selber steht und weil man eben auch zu seiner Meinung stehen kann, ohne dass man das Gefühl hat, oh, jetzt werde ich gleich angegriffen, dann wird das auch toleriert und auch respektiert, habe ich festgestellt. In den meisten Fällen natürlich. Ne? Also es gibt natürlich auch immer wieder Ausnahmen. Klar, aber Also ich meine, über meine Meinung lässt sich nicht streiten. Also weil das ist dann meine Meinung und natürlich kann ich Kompromisse eingehen und kann natürlich auch mich weiterentwickeln und eine andere Meinung auch gut finden oder vielleicht übermorgen eine andere Meinung haben, weil ich irgendwie weiter bin, weil ich mehr über das Thema weiß oder so. Also es ist ja nichts in Stein gemeißelt, aber... Ja, und auch zu sich zu stehen, ne? Also klar, die eigene Meinung ist ganz entscheidend, aber auch zu sich zu stehen. Also wenn man das Gefühl hat... Ich stehe zu dir, natürlich. Nee, aber auch zu sich zu stehen, zu seinem Gefühl zu stehen. Ich meine, wir sagen das ja immer wieder, aber wir dürfen da auch nicht müde werden, das zu sagen, weil es gibt noch immer viele Leute, die nicht das Leben leben, was sie sich vorstellen und was sie sich wünschen würden. Ja. Und was sie meinen, es gibt da irgendwie so ein Bild, dem man entsprechen müsste oder eine gesellschaftliche Vorgabe oder irgendwie eine Rolle, wo man sich irgendwie einzufinden hat. Das ist alles Quatsch, einfach in sich reinzuhören und zu sagen, irgendwie, wer bin ich eigentlich
und das dann tatsächlich auch nach außen zu tragen und das Selbstbewusste außen zu tragen, und da gehört die Meinung natürlich auch dazu, ne? Und sich da nicht beeinflussen zu lassen von irgendwelchen anderen Stimmen, die vielleicht etwas lauter sind. Und zu sagen, nee, aber das ist das, das bin ich halt, das fühle ich halt, das denke ich und das vertrete ich, und lass uns darüber diskutieren. Ne? Man kann immer über alles sprechen, man kann immer in den Diskurs miteinander gehen. Und es fühlt sich wie Freiheit an. Ja, es ist eine Riesenfreiheit. Das fühlt sich auch so danach an. Also man merkt das richtig. Mhm. Wie befreit das ist, seine eigene Meinung zu vertreten. Mhm. Absolut. Ja. Und dafür zu kämpfen und dafür zu stehen. Das finde ich toll. Ja. Da setzen wir einen Punkt, oder? Punkt. Punkt. Jetzt sagt oder schreibt uns eure Meinung da unten rein. Eure Meinung, genau. Wie geht ihr damit um? Seid ihr, fühlt ihr euch frei? Ja. Fühlt ihr euch offen und frei, eure Meinung zu vertreten? Ja. Dann haben wir ein schönes Wochenende und du wirst noch ganz gesund. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Frisch zum neuen Video. Aber dann wirklich wieder am Freitag. Dann wieder am Freitag. Ja. Das nehmen wir uns jetzt fair vor. Schwer vor. Schwer vor. Okay, na gut. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.